Schubidubidu, wir sind hier beim Holzfäller-Simulator. Holzfällen, das bringt riesig viel Spaß. Baumfällt! Dubidubi, Holzfäller-Simulator. Wir bringen das Holz jetzt weg. Dubidubidu. Wow! Was ist das? Leute, ich glaube, wir sind hier doch nicht beim Holzfäller-Simulator. Denn wir sind hier bei The Forest und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, ich möchte mit euch gerne ein Let's Play The Forest anfangen. Ja, ich habe schon ein bisschen gespielt, also ich bin hier beim 49. Tag, habe mich ein bisschen damit beschäftigt, habe mir dann gedacht, ah, das bringt dir eigentlich so viel Spaß, warum willst du das Ganze nicht Let's Playen? Und ich möchte gerne The Forest, möchte ich gerne Let's Playen, nebenbei, während Periclo auch noch läuft. Also ich werde auf jeden Fall Periclo weitermachen. Die Leute, die natürlich auf Periclo warten, da kann ich es natürlich verstehen. Viele sagen so, ja, da kommt nicht mehr viel und wie auch immer. Doch, es wird auf jeden Fall mehr kommen, weil ich jetzt inzwischen wirklich alles konfiguriert habe. Hinter mir seht ihr auch, dass ich den anderen PC wieder zum Laufen gebracht habe. Das heißt, da kann ich auch noch ein paar Sachen machen, wie auch immer. Musste leider die Grafikkarte mit ausbauen. Das heißt, hier werden die ganzen Spiele aufgenommen, da werden Thumbnails und sowas gemacht. Das heißt, während das hier hochlädt, während hier alles gemacht wird, kann ich da die Thumbnails bearbeiten. Das ist eigentlich ganz geil. Und ja, Leute, ich möchte, wie gesagt, The Forest gerne mit euch spielen. Wir fangen hier jetzt einfach ein ganz neues Spiel an. So, wir beginnen. Jo Leute, und damit willkommen hier wirklich beim The Forest. Wer The Forest nicht kennt, sollte sich wirklich schämen und sollte das Ganze auf jeden Fall nachholen. Ja, wir sind hier in einem Flugzeug. Ihr werdet gleich sehen, was passiert. Und zwar haben wir hier ein Survival-Buch. Das werden wir auch noch in der Laufe der Geschichte halt brauchen. Ich sag mal so, The Forest ist im Grunde wie Minecraft, nur halt für Erwachsene. Und das Ganze ist halt eine Alpha-Version, das heißt, die Grafik und so, es lässt manchmal ein bisschen zu wünschen übrig, aber dafür, dass es eine Alpha-Version ist, ist das Spiel wirklich grandios gemacht. Ja, ihr seht hier rechts, das ist unser Sohn Timmy und mit dem passiert auf jeden Fall gleich was. Ich möchte nicht zu viel verraten. Wir werden das Ganze sehen. Wir stürzen auf jeden Fall mit dem Flugzeug hier ab. Und ja, Leute, ihr werdet gleich sehen, was passiert. Ja, Leute, hier seht ihr das schon. Diese Menschen, die sind hier überall auf der Insel verteilt. Das sind die sogenannten Kannibalen hier. Und ja, die haben meinen Timmy, also meinen Sohn Timmy, entführt. Und ich muss den natürlich wiederfinden. Ob das Ganze möglich ist, den zu finden, weiß ich gar nicht. Ob das jetzt einfach nur eine Aufgabe ist und in den zukünftigen Versionen ist es dann möglich. Oder ob das Ganze, doch möglich ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier, wie gesagt, überleben. Ich habe ein bisschen reingeguckt, ich habe wirklich noch nicht viel gespielt, sagen wir es so. Also im Verhältnis habe ich nicht viel gespielt, ich habe schon viel gespielt, aber halt im Verhältnis nicht viel. Und ja, Leute, hier müssen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen was essen. Es ist immer verschieden, wie man landet. Das heißt, wenn ihr ein anderes Let's Play guckt, werdet ihr auf jeden Fall sehen, dass das Flugzeug ganz woanders gelandet ist als bei mir. Und zwar ist die Insel zwar im Grunde also fast gleich. Der Landeplatz ist immer dann ohne Bäume. Man sieht, dass hier schon ein paar Bäume weggerissen worden sind und wie auch immer. Aber im Grunde die Insel ist immer gleich. Ich werde jetzt nochmal hier ein paar Koffer aufbrechen. Die werden wir nämlich noch brauchen. Naja, so, erstmal treffen. Okay, das heißt, ein paar Koffer werden wir auf jeden Fall... Oh, ich will so schlagen. Also, ein paar Koffer werden wir brauchen, weil da sind Stoffteile drin, da sind ist Medizin drin, da sind Dosen drin, also ein bisschen was zu trinken. Da sind so ein paar... Nein, das möchte ich eigentlich gar nicht. So, da sind ein paar... Ja, so ein paar Müsli-Riegel drin, so ein paar Snickers, sag ich schon, hier. Also halt auf jeden Fall was zu essen. Hier haben wir schon eine Heilpflanze gefunden. Und ja, Leute, also ich weiß nicht, wo ich jetzt hier gerade auf der Insel gespawnt bin. Wie gesagt, es ist immer verschieden. Man weiß es einfach nicht. Ich habe letztes Mal einen relativ guten Spawn gefunden. Und das war auch wirklich, der war grandios. Da konnte man richtig gut alles bauen. Und das Flugzeug war auch noch in der Nähe. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall vom Flugzeug... Oh, ich habe zwei Koffer gleichzeitig geöffnet.
Ich werde auf jeden Fall jetzt vom Flugzeug gleich weggehen und werde mal gucken, wo wir überhaupt gerade sind. Wie viel haben wir denn jetzt? Ein paar Flaschen Alkohol, ein paar, ja, ein paar Müsli-Riegel, 4 Dosen Soda, das passt eigentlich. Eigentlich ist das schon recht viel. Nee, die Pilze möchte ich nicht essen, die sind, glaube ich, giftig. Ja, ich werde auf jeden Fall erstmal hier gucken, ob hier in der Nähe Wasser ist oder sowas. Ein paar Stöcker sammeln wir auch gleich. Ihr werdet gleich sehen, dass man hier auch craften kann, dass man hier so ein paar Sachen bauen kann und wie auch... Oh, ich dachte eben, da wäre jemand. War keiner. Ihr werdet gleich sehen, wie gesagt, dass man hier ein paar Sachen craften kann, dass es im Grunde wie Minecraft ist, bloß halt realistisch. Also wirklich viel, viel realistischer. Hier möchte ich auf jeden Fall nicht hin. Ich möchte gerne ans Wasser. Und zwar, am Wasser ist man eigentlich so am sichersten. Hier sind ein paar Blaubeeren. Die können wir auch noch essen, falls wir jetzt hungern hätten noch. So, dann kann man die natürlich essen. Ich möchte auf jeden Fall ans Wasser, weil da ist man eigentlich am sichersten, weil die Kannibalen denn nur von einer Seite kommen können. Und am Strand, wie gesagt, man hat hinter sich Wasser und weil ich, soweit ich weiß, können die Kannibalen nicht schwimmen. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, dass die auf dem Meeresgrund laufen und dann irgendwann über deine Insel kommen oder so, weil schwimmen können die auf jeden Fall nicht. Das heißt, wenn ihr ein Hausboot habt oder so, seid ihr auf jeden Fall sicher. Ich möchte gerne an den Strand, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo der Strand ist. Und ich möchte noch keinem Kannibalen gerne über den Weg laufen. Weil wir im Grunde noch nicht wirklich viel Ausrüstung haben. Wir haben eine kleine Axt, wir haben noch nicht mal Rüstung oder sonst irgendwas. Also ich möchte auf jeden Fall gerne ans Wasser. Da haben wir schon das Wasser, das ist eigentlich ganz praktisch. Bin ich hier schon mal gespawnt? Weiß ich gar nicht. Nee, bin ich nicht. Nee, das ist ein neuer Ort. Okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall hier gerne am Strand meine Base haben. Da hinten ist schon was. Da hinten bei dem Baum könnte man theoretisch die Base auch bauen, weil da können die auch nur von einer Seite kommen. Ein bisschen stört mich das aber. Das heißt, ich werde da hinten, ich glaube, da hinten war ein Strand, der relativ gut ist, um sich zu verteidigen und wo die Kannibalen auch nicht unbedingt spawnen. Also die spawnen da schon, weil in der Nähe da so ein Dorf ist, aber die spawnen nicht direkt am Strand und die kommen auch nicht so einfach runter. Deswegen, ich glaube, ich habe mir die Insel, wie gesagt, ein bisschen schon angeguckt. Noch nicht doll und noch nicht viel, weil ich eigentlich blind hier in das Let's Play irgendwie reingehen möchte. Ich weiß gar nicht. War hier nicht so ein Strand? So ein guter? Ausdauer haben wir so gut wie gar nicht mehr. Hier war doch irgendwo ein Strand. Da hinten. Da hinten ist der Strand. Ich möchte ungern den Kannibalen begegnen. Jedenfalls nicht in der ersten Folge. Weil wenn wir tot sind, sind wir tot. Da hinten seht ihr schon, dass da, glaube ich, ist da ein Dorf. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hier, den Strand meine ich da hinten. Da kann man auf jeden Fall recht gut bauen. Habe ich gemerkt. Hier. Und man kann sich sehr, sehr, sehr gut verteidigen. Also erstmal brauchen wir ein paar Bäume, um natürlich Sachen zu bauen. Wie in Minecraft fängt alles natürlich an, dass wir Bäume fällen und dass wir... irgendwie will der den Baum nicht fällen. Doch, jetzt. Nee, auf jeden Fall, alles fängt damit an, dass wir Bäume fällen. Ist wie in Minecraft, deswegen sag ich, das ist im Grunde wie Minecraft, halt für Erwachsene im Grunde, halt viel, viel realistischer. Und achso, ich dachte, da wäre jemand. Ich muss mal aufpassen wegen den Kannibalen. Weil, wie gesagt, wenn die dich bekommen, dann ist Ende im Gelände. Da seht ihr schon, dass das Ganze eine Alpha-Version ist, dass das noch ein bisschen rumbackt. Die Bäume sind ein bisschen sehr merkwürdig, sag ich mal. Auf jeden Fall ist das Ganze dann... ja, werden die Blätter automatisch sozusagen abgemacht.
und man hat die Stämme so, wie sie sind. Das heißt, das finde ich auch ein bisschen besser. Das ist ja wie in Minecraft im Grunde auch. Man kriegt die Stämme auch so, wie sie sind. Und ja, ich vergleiche es halt gerne mit Minecraft einfach, weil es ähnlich ist. Es ist nicht das Gleiche. Also es ist nicht damit zu vergleichen. Aber es ist ähnlich. Und deswegen finde ich das Spiel halt auch recht geil. Hier kann man auch recht kreativ sein, was das Bauen angeht. Ich möchte hier jetzt noch den Baum abfällen. Also, solange es Tag ist, möchte ich das gerne nutzen. Also, ich möchte den Tag gerne nutzen. Carpe diem, nutze den Tag. Weil, wenn die Kannibalen kommen, dann möchte ich gerne eine kleine Base haben. Und das ist so, dass die gerne nachts jagen gehen. Das heißt, da hinten müsste ein Dorf sein irgendwo. Vermute ich jedenfalls, wenn die Dörfer nicht irgendwo spawnen. Ich weiß es nicht, ob die auch random spawnen. Ich meine nicht, ich meine, man spawnt nur mit dem Flugzeug random. Und die Insel an sich. Nee, das ist nichts. Okay, ich muss halt, wie gesagt, immer gucken. Das ist halt welchen Geräusche. Ich möchte sehr, sehr ungern, dass wir denen in der ersten Folge begegnen. Auch wenn sich vielleicht einige drauf freuen und fragen, hey, The Forest, das ist ja eigentlich ein richtig geiles Spiel. Was passiert denn noch? Wie sehen die Kannibalen aus? Die Leute, die es natürlich nicht kennen, sind auf jeden Fall gespannt, wie die aussehen. Glaubt mir, Leute, ihr möchtet nicht unbedingt, wenn ihr das Spiel wirklich selber auch spielt, ihr möchtet denen nicht begegnen. Also das möchtet ihr einfach nicht. Das ist jedenfalls nicht am Anfang. Da kommen auch noch relativ heftige Sachen, also richtig heftige Kannibalen. Am Anfang werdet ihr sagen, hä, die sind doch gar nicht so stark, wie auch immer. Glaubt mir, Leute, es gibt vier Gruppen von Kannibalen. Es gibt einmal die ganz, ganz schwachen, die du wirklich mit zwei, drei Schlägen hast du die erledigt. Dann gibt es etwas stärkere noch. Dann gibt es wirklich welche, wo du schon ein bisschen zu kämpfen hast, die du eher in die Fallen locken musst. Und dann gibt es welche, die können auch deine Mauern eintreten und wie auch immer, das ist überhaupt kein Thema. Guckt euch mal einen Trailer an von The Forest, dann wisst ihr genau, was ich meine. Dann wisst ihr schon ungefähr, was auf euch zukommt. Weil das ist unglaublich. Ich werde hier auch sicherlich ein kleines Outro machen oder sowas für The Forest oder ein Intro. Und da werde ich ein paar Teile vom Trailer natürlich einfügen. Weil ich finde das eigentlich ganz interessant, so ein kleines Intro für das Let's Play zu machen. Ich habe schon überlegt, für Perikyr auch noch ein kleines ein Intro zu machen, obwohl ich das schon angefangen habe, aber vielleicht mache ich da vielleicht auch noch ein kleines Intro. Es ist ziemlich langweilig am Anfang, wie gesagt, weil wir halt sehr viele Bäume fällen, aber glaubt mir, Leute, es wird noch spannend und das ist wie in Minecraft, man muss sich erstmal eine Base aufbauen. Oh. Erstmal ausruhen, durchatmen. Junge, ich muss Holz haben. Wir können uns nicht ausruhen. Das ist eigentlich recht cool, dass die Bäume hier so runterfallen. So. Den habe ich eben nicht geschnappt. Den möchte ich auch haben. So. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass es bald dunkel wird. Ich möchte bis dahin noch ein bisschen Holz gefarmt haben. Weil, wie gesagt, wir brauchen das Holz, um eine kleine Base aufzubauen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, man muss am Anfang, wie in Minecraft, wirklich so viel Holz wie möglich am besten farmen. Und sich auch so schnell wie möglich eine Base bauen. Damit man halt sicher ist vor den Zombies, wie in Minecraft auch. Und hier sind es halt nicht die Zombies, sondern hier sind es halt Kannibalen. Und glaubt mir, es ist auf jeden Fall zu vergleichen. Ich werde schon mal hier ein paar Bäume runter droppen lassen, weil wir die nachher brauchen. Irgendwie wollen die nicht so ganz fallen. So, wir haben auf jeden Fall schon recht viel Holz gefarmt. Ich finde aber, dass das einfach zu wenig Holz ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Leute, die natürlich TV schon gespielt haben, viele wissen, es ist nicht viel Holz. Es sieht nach sehr, sehr viel Holz aus, aber es ist nicht viel Holz. Und gerade für den Anfang brauchen wir wirklich viel Holz, um uns vor den Kannibalen zu schützen. Also, wie gesagt, den Strand habe ich mir hier ausgeguckt. Der ist eigentlich so am sichersten von allen Stränden.
Eigentlich können wir gut das Reh töten. Da haben wir gleich was zu essen. Eigentlich ist das ein bisschen... Da, die Axt. Eigentlich ist das ein bisschen mies, weil das da rumbackt. Aber... Die scheiß Viecher sind echt schwer zu fangen. Und deswegen... Kommt mir das eigentlich ganz gelegen, dass das so ein bisschen rumgebackt hat in dem Berg. Hier haben wir jetzt ein bisschen Fleisch. Damit werden wir auf jeden Fall überleben. Ein kleines Lagerfeuer möchte ich noch gerne machen. Dafür brauchen wir Stein. Stein sehe ich da unten eigentlich relativ genug. Was ich dann nicht genug sehe, sind Äste. Aber wie viele Äste haben wir? Also wir haben eigentlich doch, wir haben ein paar Stöcke, haben wir doch. Das reicht eigentlich für ein kleines Lagerfeuer. Wir brauchen nämlich ein Lagerfeuer, um uns das Essen zu braten. Und es wird schon langsam dunkel. Ich möchte gerne das Holz bis dahin runtergebracht haben, weil in der Nacht können wir auch noch ein bisschen bauen. Gerade hier unten bei dem Strand. Deswegen suche ich mir den Strand hier. Oder habe ich mir den Strand ausgesucht? Weil in der Nacht, die kann man eigentlich recht gut nutzen. Außer die Kannibalen greifen einen an. So, und weil die Kannibalen hier sehr aggressiv sind, was das angeht. Die sind nicht so wie die Minecraft-Zombies, wo du noch weglaufen kannst. Nein, die rennen dir richtig hinterher. Die haben richtig Speed, die Kannibalen. Jedenfalls die etwas stärkeren. Die Schwachen haben zwar auch sehr viel Speed, aber ich sag mal so, den kannst du noch entkommen. Das geht noch. Und bei den anderen denkst du dir wirklich, what the fuck, warum rennst du so schnell? Das geht gar nicht. Und so, wir haben eigentlich relativ viel schon. Ich muss mich auf jeden Fall waschen. Einmal das Buch öffnen, dann haben wir das Achievement auf jeden Fall schon zusammen. Also. Ich möchte gerne noch den Baum da weg haben. Wie gesagt, ich möchte so viel wie möglich schaffen hier. Ich hau einfach gegen den Stein. Das meine ich mit einer Alpha-Version. Das ist noch nicht so ausgereift, wie es eigentlich ausgereift sein sollte. Wie weit ist denn der Tag überhaupt schon? Reh! Seht ihr das? Die sind echt schnell. Deswegen wollte ich gerne das Reh haben am Anfang. Okay. Die Kannibalen denken sich bestimmt auch schon, was holzt er hier unseren Wald ab? Es ist ein bisschen buggy, wie ihr seht. Ich hau in diesen Stein, um diesen, ja, um diesen Baum zu fällen. Das ist ein bisschen schade, wie gesagt. Obwohl das eher hier oben sein sollte. So. Ist der Baum nun mal bald gefällt? Irgendwie, weiß ich, das backt so ein bisschen rum, habe ich das Gefühl. Kriegen wir den Baum noch? Nee, kriegen wir nicht. Okay, ist egal. Dann lassen wir den Baum als Deko da. Und fällen hier noch ein paar Bäume. Oh, hier ist noch, sind noch ein paar Reste von dem anderen Baum. So, droppen. Und ein paar Äste, wie gesagt, brauchen wir auch noch. Oh, ich dachte eben, da steht einer. Oh, habe ich mich erschrocken eben. Also wir können auch Baumhäuser bauen hier zum Beispiel. Das ist eigentlich ganz cool. Bei Minecraft ist es halt so, dass man da noch ein bisschen kreativer sein kann, weil da kann man wirklich Block für Block für Block, kann man wirklich alles setzen. Hier sind ein paar vorgefertigte Sachen. Man hat aber die Möglichkeit, auch sich selber eine Hütte zu bauen. Das ist überhaupt kein Thema, aber ich nehme am Anfang nehme ich immer gerne die vorgefertigten Sachen, weil man wirklich sehr, sehr schnell bauen muss hier. Weil man sonst wirklich am Arsch ist, was die Kannibalen angeht. Und ich sehe gerade, dass es schon dunkel wird. Glaube ich. Wird das schon dunkel? Egal, egal ob es dunkel wird oder nicht, ich fange jetzt mit der Base an, damit wir wenigstens schon ein bisschen was haben. So, den Stein möchte ich noch gerne einsammeln. So, hier ist so ein kleiner Weg, da kann man gut runtergehen. Das ist eigentlich ganz cool. Okay, hier, wir haben schon relativ viel Holz.
ich werde hier jetzt, ich werde euch mal das Crafting-Menü zeigen. Hier findet man übrigens auch ein Seil, das ist eigentlich ganz cool. So, ich werde euch das Crafting-Menü so ein bisschen näher bringen. Und zwar, hier sind so Feuer, dann kommen halt die ganzen Hütten. Da werde ich auch eine Hütte einfach gleich mal bauen. Erstmal drehen. So. Ich glaube, ein bisschen ans Wasser und ein bisschen hierher. So. Ja, hier, da sind auf jeden Fall die Hütten. Die werde ich jetzt erstmal bauen. Und sobald ich die gebaut habe, werde ich euch das Crafting-Menü noch ein bisschen näher bringen. Das heißt, ich werde euch erklären, für die Leute, die The Forest noch nicht gespielt haben und die auch noch kein Let's Play davon gesehen haben, werde ich das Ganze ein bisschen näher bringen. Das heißt, ihr lernt sozusagen mit mir mit, wenn man das so sehen will. Die Ausdauer schwindet ein bisschen. Wir müssen auch baden, weil das Schöne an dem Spiel ist halt, dass das wirklich Realistik wirklich im Vordergrund steht. Ja, ich sag mal so, noch ist es nicht realistisch, weil es ist eine Alpha-Version. Da muss man auf jeden Fall sagen, hey, es ist nun mal eine Alpha-Version. Da kann man noch nicht viel erwarten. Das ist halt der erste Spieleentwurf. Also da kann man nicht viel erwarten. Das geht einfach nicht. Aber dafür, dass es halt der erste Spieleentwurf ist oder noch in der Anfangsphase ist, ist das Spiel schon so heftig geil geworden. Also ich muss ehrlich sagen, ich spiele dieses Spiel wirklich genauso gerne wie Minecraft. Also es ist auf jeden Fall damit zu vergleichen. Da haben wir das nochmal rechtzeitig geschafft eigentlich. Na, was heißt rechtzeitig? Aber na, jetzt kann ich noch langsam laufen. Auf jeden Fall haben wir gleich die Hütte fertig. Oh, natürlich einen mehr. Einen braucht man mehr. Einen einzigen. Wenn ich jetzt mich zwei hole, dann muss ich noch einmal laufen. Dann muss ich ernsthaft noch einmal laufen. Also, das ist wieder so eine Sache, wo ich mir denke, yo, jetzt hört's auf. Aber im echten Leben ist das ja eigentlich auch so, dass man sich das nicht aussuchen kann, unbedingt. Und ich denke, im echten Leben kriegt man aus dem Baumstamm nicht so einfach hoch. Und wenn man zwei stapelt, dann muss man schon relativ viel Kraft haben. Also, es wird auf jeden Fall sehr, sehr dunkel schon. Ich möchte schon mal ein Snickers essen. Ich sage immer Snickers, obwohl das Müsli-Riegel sind. Das sind, glaube ich, da steht einfach nur Snack. Da steht Snack. Also man weiß nicht, ob das Müsli-Riegel sind oder nicht. Und es sieht natürlich so aus, es könnte auch ein, weiß ich, sowas wie ein Mars oder ein Snickers sein. Also ich weiß es nicht. Treesap, was ist eigentlich ein Treesap? Wofür braucht man die? Das weiß ich bis jetzt immer noch nicht. Kann man die einpflanzen zufällig? Geht das? Kann man die? Nee, die kann man nur kombinieren. Orange Paint Explosive. Ich weiß es gar nicht. Kann man die mit irgendwas kombinieren? Speed Upgrade. Ich weiß es gar nicht. Kann man das so machen? Nee. Ich werde auf jeden Fall mal eine Axt machen. Und werde die upgraden. Werde die kombinieren. So, das ist eigentlich ganz gut. Da haben wir schon mal eine Axt. Ja, es ist auf jeden Fall dunkel geworden. Das heißt, es wird auf jeden Fall Zeit für Schlafi Schlafi. So. Ja, das Ganze werde ich jetzt speichern. Hier in den ersten Slot werde ich es... auf den zweiten Slot werde ich das Ganze speichern. Und dann würde ich sagen, ich bin schon fast bei einer halben Stunde The Forest. Ich werde das Ganze bestimmt zuschneiden, dass das nicht ganz so langweilig sein wird. Aber ich werde, das ist aber normal, dass ich eine halbe Stunde nehme ich auf jeden Fall immer auf, auch für die ganzen Let's Plays, Periklon, wie auch immer, eine halbe Stunde muss auf jeden Fall sein. Ich weiß nicht, eine Viertelstunde ist einfach zu kurz dafür. Und ja, ich würde sagen, ich baue jetzt noch einmal kurz ein Feuer. So, hier ein Feuer baue ich. Bam, 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 bam.
So. Werde nochmal speichern. Auf Slot 2. Und da würde ich sagen, das war die erste Folge der Forest. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal, ja, eine relativ geile, na, Base würde ich nicht unbedingt sagen, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir schon einen Schlafplatz haben. Wir haben die erste Nacht auf jeden Fall überlebt, ohne dass uns die Kannibalen angegriffen haben, ohne dass wir irgendwie in der Nacht aufstehen mussten, weil die Kannibalen uns irgendwie gesucht haben oder sonst irgendwas. Das passiert auch, das werdet ihr euch in den nächsten Folgen auf jeden Fall näher bringen, das werdet ihr auch miterleben. Auf jeden Fall, wir haben sehr, sehr viel geschafft, wir haben da wirklich ganz, ganz viel Holz. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich beende die Folge der Forest hier. Ich werde das Holz noch einsammeln, sonst despawnt das Ganze. Und ich würde sagen, hier beende ich die Folge der Forest. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib doch einfach einen Daumen nach oben. Schreib in die Kommentare, was ich noch bauen könnte, was ich machen könnte, ob du das Spiel schon kanntest oder nicht. Und wenn du nichts mehr verpassen willst von der Forest, dann kannst du hier unten abonnieren. Und damit würde ich sagen, ciao, Leute.